Unter dem Begriff Drogenmissbrauch versteht man den Konsum von Substanzen, die einen Rauschzustand oder Halluzinationen erzeugen, aufputschend wirken und oder den Konsumenten in eine euphorische Stimmung versetzen. Der Schritt vom Missbrauch zur Sucht ist meist ein kleiner und daher ein leicht zu unterschätzender. So wie es ausschaut, wird jetzt in der Europäischen Union das Thema Alkohol verstärkt angegangen. Wir wissen, dass es eine große Problematik ist und sehr viele Menschen betrifft. Und wir eine Krankheit haben, wo die Behandlung sehr wenig Leute erreicht und das Ziel wäre, mehr Leute zu erreichen, vor allem weil die Alkoholabhängigkeit eine Krankheit ist, die über einen längeren Zeitraum entsteht und die Menschen, die zu uns in Behandlung kommen, kommen sehr spät. Am Drogensektor ist es im Großen und Ganzen so, dass die großen Ziele in der Europäischen Union sind, dass man auf der einen Seite die drogeninduzierten Todesfälle reduzieren möchte mit verschiedenen Maßnahmen als großes Ziel in der Europäischen Union und die im Drogenbereich häufig verbreiteten Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis B und C einfach zu vermeiden und dann auch zu reduzieren durch entsprechende Behandlungen. Das sind die zwei großen Ziele. Diese Ziele wurden im Rahmen des Internationalen Drogenkongresses in Lissabon gesetzt und finden nun Anwendung im Landesklinikum Mauer, speziell in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. In Niederösterreich haben wir sehr gute Präventionsarbeit. Ich denke, die ist wirklich gut ausgebaut, auch durch die Fachstelle für Suchtprävention. Wir haben sehr gute stationäre Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben also auch mit dieser Drogenstation im Landesklinikum Mauer eine Station, die jetzt schon auf internationalen Standard arbeitet und auch letzten Jahr waren einige Schweizer und deutsche Suchtmediziner hier und haben sich das bei uns angeschaut. Früher sind wir immer dort hingefahren, jetzt können wir uns auch das anschauen. Was gut gelungen ist weiter, ist, dass die Suchtberatungsstellen flächendeckend ausgerollt sind. Wir haben also in jedem Bezirk eine Anlaufstelle für Betroffene und für Angehörige, für alle Suchtfragen. Wir haben ein bisschen einen Nachholbedarf oder noch nachzujustieren in den schadensminimierenden Maßnahmen, in den Harm Reduction, wie man sagt, Harm Reduction Maßnahmen, wo man gleich ziehen müsste oder in ähnlicher mit den Bundesländern um uns herum. Und dann, wo wir einen Bedarf haben oder was halt auch ein schwieriges Thema ist, also wenn die Leute sich stabilisieren und einen Entzug gemacht haben oder stabilisiert, substituiert sind, brauchen wir halt auch Arbeit für sie. Wir brauchen eine Lehrwerkstatt oder Integrationsmaßnahmen, dass sie wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Bis zu 6 Wochen dauert die Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Im Pavillon 5 des Landesklinikums werden dafür umfangreiche therapeutische, psychiatrische und ärztliche Gruppen- und Einzeltherapien angeboten. Pavillon 52 widmet sich ganz der Behandlung von Menschen mit Drogenabhängigkeitserkrankungen. Die Art der Behandlungen orientiert sich dabei nach den neuesten suchtmedizinischen Erkenntnissen. Das Problem ist, dass es immer Erkrankungen sind, die langsam entstehen über einen längeren Zeitraum. Und je früher man behandelt, desto besser ist die Prognose. Aber die Leute kommen erst sehr spät in dieses Hilfssystem. Wir haben jetzt auch in Lissabon sehr lang diskutiert über diese Dinge. Wie kann man die Patienten und Patientinnen früher und schneller erreichen? Und man wird wohl neue Wege gehen müssen über neue Medien, dass man über das Internet mehr Kontakt aufnimmt und dass wir einfach auch über Apps, die Handys haben, die fast jeder hat ein Smartphone, verwendet das den ganzen Tag, dass man hier neue Methoden hat, einerseits die Leute anzusprechen beziehungsweise auch in der Behandlung diese Medien zu integrieren. Wenn man sich vorstellt, dass auch der Drogenhandel ja immer mehr ins Internet verschoben wird, also im Darknet werden jetzt riesige Mengen an Drogen verkauft, also es befinden sich die Drogen im Internet, es befinden sich die Patienten im Internet und das Hilfssystem sozusagen muss jetzt irgendwie nach und versuchen mehr in diesen Medien Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, das wird die große Herausforderung jetzt in den nächsten Jahren sein. Mehr Informationen zu den Themen Anmeldung und Therapie finden Sie online auf www.mauer.lknoe.at.